Hallo Freunde, wir haben heute Sonntag, den 7. März 2015 und wir befinden uns am Goldkappsee. Wir haben heute die Vorstellung der neuen Artikel für die neue Saison. Ich begrüße dich, Christian. Wunderschönen guten Morgen zu wünschen. Christian, komm mal mit, ich zeige dir ein bisschen was. Goldcup hat in den vergangenen zwei Jahren die Zeit genutzt, um 40 verschiedene Futtersorten zu testen. Von den 40 Futtersorten haben wir 25 ins Programm genommen und davon jeweils mit 10 Aromasorten. Bei uns wird es auch geben, die Liquid-Aromen in Pulverform, wie Erdbeer, Honig, Kap, Brassen, Tutti Frutti, Korn, also in 10 verschiedenen Sorten. Auch Scopex werden wir haben. Das werden wir auch in flüssiger Form haben. Wir haben dann einen wunderschönen Dip. Der Dip ist ein sehr zäher, also das heißt, er hält wunderschön am Köder. Hält auch im Wasser bis am Grund, ist mit Wasser, also kaltwasserlöslichen Protein und Aminosäuren emulgiert. Also ein wunderbares Produkt, sehr intensiv vom Aroma und das in 10 verschiedenen Aromasorten. Wir haben dann auch Softpellets produziert, und zwar Softpellets sinkend, auch in 10 verschiedenen Aromasorten. Wir haben da zum Beispiel das Scopex, das ist ganz interessant. Es hält sehr gut am Haken. Wir haben das getestet, also bis zu 4 Stunden ist es kein Problem, die Rute im Wasser zu lassen, ohne dass sie sich auflöst. Ganz neu und ganz gut auch sind die neuen Floater. Die sind aus einem ganz zähen Material gemacht. Also die erlauben natürlich auch sehr weite Würfe, halten sehr, sehr gut am Haken und haben, wie man sieht, hier in fluoreszierenden Farben gemacht. Von den Aromen haben wir 10 verschiedene Sorten. Die gibt es auch in Orange und in Rot. Also ist eine ganz gute Geschichte. Da haben wir dann zu den Floatings die normalen Standards, aber auch verbessert. Das heißt, das Material, so wie bei den fluoreszierenden, sehr stabil, ja, bricht nicht, ist sehr weich, ja, hält am Haken einen ganzen Tag ohne Probleme. Wieder in 10 verschiedenen Aromasorten und in 3 verschiedenen Farben. Die wird es geben dann in Rot, in Orange und in Gelb. Wir überlegen noch die Farbe Grün, weil die Nachfrage eher auch schon gegeben ist. Die sogenannten ungarischen Puffis werden wir in 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen als einzige in Europa haben. Die Puffis sind Standard am Markt in Vanille, in Honig, in Erdbeer. Und wir werden 10 verschiedene Aromen bekommen und 3 bis 4 verschiedene Farben. Das heißt, wir werden auch die Farben Orange, Rot, Gelb und Grün verwenden. Und wir werden in 10 verschiedenen Aromasorten das am Markt bringen. Weiters haben wir eine Weltneuheit. Wir haben Tigernuss Floating, also das heißt eine schwimmende Tigernuss, kann man direkt auf dem Haken ködern. Ja? Empfohlene Hakengröße ist mindestens 10. Hält wunderbar und steigt auf. Also es ist ein Produkt, das es in Europa noch nicht gibt. Und wir werden das wahrscheinlicherweise auch beginnend mit diesem Jahr ins Programm nehmen. Dann haben wir auch die Chunks im Programm in verschiedenen Größen. Wir haben von 6mm, 8mm, 12, 14mm bis 20mm Chunks. Und wenn man hier schaut, die Chunks, das ist zum Beispiel 10mm, Entschuldigung, das ist ein 10mm Chunk und ist auch mit Faden drauf. Also wenn man schaut, wir haben alle mit Faden versehen, also ganz einfach zu ködern, ganz einfach auf den Haken zu geben.
So, auch diese Chunks wird es dann in verschiedenen Größen, also bis Größe 20 mm geben, auch im Haarsystem, so wie wir das hier sehen. Von den Aromasorten werden wir ungefähr 20 verschiedene aufbauen können. Das momentan, also mit Anfang April, werden 10 Aromasorten am Markt kommen, aber wir werden in den nächsten Monaten weiterentwickeln. Wir versuchen 20 Aromasorten dafür zu produzieren. Wir haben auch sehr ein beliebtes Produkt in das Programm genommen. Habe leider noch nicht in den dafür vorgesehenen Behältnissen. Das ist eine Maismilch. Diese Maismilch, ja, ist sehr hochwertig, hat sehr viele Vitamine, hat sehr viele Aminosäuren, ist sehr süß und hat den Effekt wie ein Honig. Es ist sehr zäh. Auch diese Maismilch werden wir in 10 verschiedenen Aromasorten und auch in Natur am Markt bringen. Der Vorteil, oder warum machen wir das? Diese Maismilch, auch durch den hohen Vitamingehalt, durch den sehr nährhaften Proteingehalt, was wir da drinnen haben, wird ein Standardfutter um fast 40% aufgewertet. Also da kann man sein ganz normalen Standardfutter, ein sehr hochwertiges Futter mit Vitaminen, Proteinen produzieren. Außerdem, wenn wir das im Wasser vorher anmachen, es hat dann einen Nebeneffekt, es klebt auch, also wenn wir Futter haben, das zum Beispiel weniger klebt oder ein Futter haben, das sehr, sehr locker ist, können wir mit denen ein bisschen nachhelfen und das Futter klebt dann in Anschluss etwas mehr. Wir haben das ist eine Kobra-Melasse, ein Standardprodukt, wird es bei uns auch für die Zukunft geben. Wir haben auch für die Zukunft das Big Carb Futter im Programm. Big Carb Futter bedeutet, das sind nicht Futterpartikel zum Zumischen, das ist ein echtes, richtiges Futter. Das wird wie folgt gehandhabt. 50% vom Futter, 50% vom Futter werden mit sehr viel Wasser schleimähnlich angemacht und die restlichen 50% werden dann beigemengt. Das Futter biegt sehr gut, hat sehr grobe Partikel, wird für den Einsatz im Big Fish genommen, wird es auch in 10 Aromasorten geben. Ein sehr gefragter Artikel ist auch dieser Mix Pellet. Wir haben den Pellet Mix, also wie sehr viele Firmen, Marosch, Dima und andere namhaften Firmen auf den Markt gebracht. Preislich werden wir in einem sehr günstigen Segment liegen. Aromamäßig ist es sehr intensiv, also wir haben darauf geachtet, dass das Aroma und vor allem das natürliche Aroma in den Pellets erhalten bleibt und erhalten ist. Sie lösen sich circa in 25 bis 30 Minuten langsam auf. Hat einen sehr guten Effekt, die Oberfläche ist stark aromatisiert. Auf der Oberfläche haben wir auch also kaltwasserlösliches Protein. Das bedeutet, es hat auch eine Lockwirkung, hat eine Aromawirkung, ja, und hat natürlich den Vorteil, dadurch sich die Oberfläche löst mit dem Aroma und mit dem Protein, sich das im Schlamm oder zwischen die Steine absenkt, bleibt der Fisch dann längere Zeit am Angelplatz. Und es ist sehr, wie soll ich sagen, vom Vorteil, weil man längere Zeit mit dem auskommen kann. Wir haben dann die Aromen, und zwar haben wir die Aromen im Kilosack, also nicht so wie Van den Ende und manche anderen Firmen in 200 Gramm Säcken, sondern in Kilosäcken fast zum Preis von 200 Gramm. Also die Aromen sind sehr intensiv, sie sind sehr ähnlich den Van den Eyden Aroma. Das wird es in 10 verschiedenen Aromasorten geben. Hier habe ich ein paar zum ausgestellt. Das ist Honig, also eine spezielle Carb-Mischung, die wir auch dann in weiterer Folge im Futter verwenden. Es wird noch geben Karamell, es wird noch geben Tutti Frutti, Scopex,
also Big Fish Aroma. Also sehr, sehr eine intensive Auswahl von 10 Aromasorten, die bei uns als Standardprodukt dann zu haben sind, nur in Kiloform. Aufgrund der hohen Nachfrage am Markt haben wir natürlich auch Weizen. Und der Weizen ist gekocht. Der Weizen ist sehr weich. Das ist ein Weizen Natur, das heißt, er ist einfach Natur gekocht, ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsstoffe. Wir haben ihn gekocht, als heißes abgefüllt im Vakuum und somit eine Haltbarkeit von über einem Jahr erzielt, ohne Konservierungsstoffe. Dasselbe gilt auch für den Mais. Der Mais ist ebenfalls gekocht, das ist ein Naturmais, also das heißt Natur, ohne Zusatzstoffe, ohne chemische Stoffe, ohne Konservierungsstoffe. Ein Mais Natur. Gibt es aber bei uns in 10 verschiedenen Aromasorten. Ja, dieser Mais gibt es in Natur plus 10 verschiedene Aromasorten. Genauso wie der Weizen und genauso wie Tigernuss-Weizen-Rapsmischung. Das ist ein ganz hochwertiges Produkt. Da haben wir geschrotene Tigernuss, wir haben drinnen den Weizen, wir haben drinnen Raps, wie man sieht. Also ein ganz hochwertiges Produkt als Beimischung zum Futter oder Grundfuttermischung. Das ist sehr hochwertig, sehr proteinhaltig und im Sommer sehr beliebt bei den Anglern. Wie gesagt, wird es in Natur geben und ebenfalls auch in 10 verschiedenen Aromasorten. Wir haben das vor einem Jahr getestet und auch ein Video ins Internet gestellt und auch auf unserer Homepage vom Code Red, Code Yellow und Code Black. Dieses Futter haben wir in der Zwischenzeit etwas aufgecheatert, mehr aromatisch und schönere Farbe gemacht, den Inhalt mit mehr kaltwasserlöslichen Protein und Aminosäuren verfeinert und werden ab 1. April mit diesem Produkt auch am Markt kommen. Es wird sie in 1 Kilo Säcken geben. Die Aromatisierung ist Erdbeermuschel, Spekulatius und Fisch, also Erdbeerfischaroma. Sehr intensiv, sehr gut, sehr schöne Wolkenbildung. Für Method Fishing geeignet, das heißt, wir können Flat Fishen damit, wir können ganz normal füttern damit, wir können auch in der Futterspirale fischen damit. Es bindet sehr gut, wasserabhängig sogar, also sehr intensiv. Bei der richtigen Behandlung kann man das sogar als Teig verwenden. Das ist ein ganz gutes Produkt. Dann haben wir dann die richtigen Method Mixes. Wir haben den Method Mix Carp, sehr intensiv in Aroma, biegt sehr schön, löst sich aber auch sehr schön auf in der Flat drinnen. Wir haben das versucht, das ist sehr gut. Wir haben den Karpfen- und Karauschen-Mix und wir haben den River-Mix. Diese gibt es ebenfalls jeweils in 10 verschiedene Sorten. Ja. Wir haben hier die Standardprodukte, gibt es aber in Erdbeeren, in Tutti Frutti, in Karamell. Wir haben Zwetschgenaroma, wir haben Pfirsicharoma, wir haben Erdbeeraroma. Also alles, was so Standard-Aromasorten am europäischen Markt sind, haben wir dieses Futter eben auch am Markt gebracht. Ja, das ist nicht alles. Das ist jetzt ein kleiner Auszug aus dem neuen Programm von Gold Cup. Wir werden einige Standard-Futterprodukte zum brauchbaren Preis am Markt bringen. Insgesamt, wie gesagt, haben wir 20 verschiedene Futtersorten. Ich wünsche alles Gute, danke für Ihr Gehör und ich hoffe, dass wir uns am Wasser wiedersehen. Petri Hall und alles Liebe! Ja. Dann ist es wurscht. Ja. Servus, grüß dich. So, 1, 2, 3. Hallo. Ich muss so verlieren, weil ich da gerne kann. Ja, ja.
Na, da kommen noch zwei. Ich habe das Album in den Garten. Ich habe das hinten sehr abgebracht, da bin ich sehr gut. Und dann habe ich zugefunden, wenn es verliert vom Bett. Und mit einem Brandstoff. Aber wenn es das für den ganzen Zeit macht, wenn es einen Satz mit 2.000, 3.000 Euro richtet hier. Was hältst du von dem Tipp, Alter? Das ist sehr gewaltig. Also das wird es geben in 10 verschiedenen Aromasorten. Wo ist es? Wo ist es, dass du sitzt, wenn ich sehe? Wo ist er auch nicht hin? Ferdinand, servus. Servus. Du wolltest mal nochmal, ne? Nö. Wenn die Frau zum Hals nicht hat, gut. Nein, alles in der Aromastelle. Alles kostet mal nicht. Oh. Das sind alle, haben wir 10 verschiedene. Ja, das Burkhardt habe ich dann in der Kugel auch ein bisschen mehr fangen mit sie. Von denen, die haben wir dann in 3 verschiedene Formen mindestens, oder wenn nicht 4, und in 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das sind die Buffel, das ist das, was die Evelyn bringt, die fährt ja durch Gut und die Welt. Wir haben die dann in Rot, in Orange, in Grün, in Gelb und in 10, und jede Farbe in 10 verschiedenen Geschmacksstufen. Das ist einzigartig, das sind Tiganus, das sind die großen, das sind Floater. Die gibt es in ganz Europa nicht, wir sind die einzigen, die das jetzt haben. Ich glaube, eine slowakische